So, grüß euch, schön, dass ihr eingeschaltet habt zur weiteren Folge The Engineer mit mir, dem Fuchsel. So, in der letzten Folge haben wir hier angefangen, diese Kugel hier von der einen Seite zur anderen rüber zu bewegen. Und ja, ich habe ja versucht, hier mit einem Pendel hier gegenzuhauen, damit den rüber zu hauen. Aber es hat irgendwie semi-gut geklappt. Was allerdings gut geklappt hat, war, dass ich mich hier unten angehängt habe und mich hier so von nach vorne gehangelt habe. Und jetzt habe ich hier unten noch eine extra Gangway gebaut. Vielleicht haben wir Glück und ich kann einigermaßen gut mich auf der bewegen und gut was ausrichten. Das ist zumindest meine Theorie, Schrägstrich Hoffnung, Schrägstrich irgendwas. Was passiert, wenn ich hier hinten ankomme? Das weiß ich noch nicht. Weiß auch nicht, wie viele Aufnahmen das jetzt werden. Das ist jetzt mein erster Versuch. Und ja, wir schauen einfach mal. Ich habe es gerade schon getestet. Ich kann auf der Gangway auf jeden Fall laufen. Ich habe eigentlich noch nicht probiert, hier irgendwie hier was großartig rumzubauen. So, sieht gut aus. Große Frage ist, ich muss jetzt hier oben an den rankommen. Au. Das war schon mal nichts. Okay, ich komme da nicht ran, weil ich noch zu klein bin. Aber es macht nichts. Im Grunde genommen brauche ich mich eigentlich nur einmal hinhängen. Aua. Oh, das ist schlecht. Okay, warte mal. Hab schon. Ich stecke mir mein Bein fest. Die Sicht ist ein bisschen schlecht. Super, ich habe meinen eigenen. Ah, ne, doch nicht. Schon, okay, ich bin raus. Gut. Jetzt hänge ich auf der Seite fest. Okay, ganz ruhig, ganz vorsichtig. Okay, jetzt muss der Arm hier wieder raus. Ich muss mich hier wieder frei bewegen können. Okay. Schritt nach vorne. Okay, der Arm ist draußen. So, jetzt hänge ich mich hier unten wieder ran. Mann, das war wieder der falsche Knopf. Weil beim letzten Mal war es halt eben das Problem, dass ich mich zu sehr rangehängt habe. Okay, es war auf der falsche Arm, aber in Ordnung. Und habe dann zu viel Schaden gemacht, dann ist alles eingestürzt. Meine Hoffnung ist jetzt halt. Dass vielleicht auf diese Art und Weise ein bisschen mehr anrichten kann, wenn ich mich jetzt einfach nur immer kurz hinhänge und dann fallen das. Siehst du, da kriegt er hier schon einen guten Schub. So, jetzt gehen wir einfach mal ein bisschen hier hinterher. Hier ist halt der kritische Punkt. Es kann gut sein, dass ich jetzt hier nicht mehr weiterkomme, weil ich hier meinen. Nicht hochklettern kann vernünftig. Häng ich dran? Ich häng dran. Loslassen. Oh. Okay. Hier wieder ran. Oh, nicht runterfallen. Okay. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Da schaut ein Nagel hinten raus. Okay, hoch damit. Okay, wir stehen wieder. Naja, so gut wie. Jetzt stehen wir wieder. Okay. Jetzt hänge ich mich hier wieder an die Seite ran. Oh, Mann. Okay, aufpassen. Okay, jetzt müssen wir gleich zum Zielort geschafft haben, wenigstens. Okay, der ist jetzt am Zielort angekommen. Das heißt, jetzt müsste ich mich eigentlich theoretisch mit dem Arm hier so drehen. Und im besten Fall den Schneeball nochmal greifen. Jetzt lassen wir uns einfach wieder fallen. Auf die Art und Weise kriegt er wieder genug Schub, um auf die andere Seite rüber zu rollen. D-, wir haben es geschafft. Wobei es ein bisschen besser hätte auch laufen können.
Auch wenn ich hier festgesteckt bin. Aber hey, ein Schub hat gereicht. So, das Ganze hat jetzt 5 Minuten gedauert. Na super. Gut, bestimmt hätten wir das jetzt noch ein bisschen besser machen können. Ich habe da schon ein Pendel versucht, was ich auch noch hätte machen können. Theoretisch wäre einfach hier die ganze Chose vielleicht ein bisschen abzuneigen. Dass halt der hier in Rollen beginnt, Schub gewinnt etc. Und dann hier hinten mit dem restlichen Schub wieder zurückkommen. Könnte man theoretisch sogar nochmal machen. Habe jetzt aber eigentlich aktuell, ehrlich gesagt, keine Lust drauf. Ich habe die Aufgabe geschafft. Kann man so gelten lassen. So, D-Minus. Wir haben alle Aufgaben hier abgeschlossen. So, speichern und beenden. Weil, jetzt wollte ich ja noch in der letzten Folge, wollte ich ja noch ein bisschen in den Kreativmodus reingucken. Wird ja auch gerade so ein bisschen beworben hier. Und da schauen wir uns jetzt einfach mal hier im Kreativmodus. Spielladen kann ich nicht. Kreativmodus Insel, Kreativmodus flache Welt. Gucken wir uns mal alles an. Hier zum Beispiel jetzt mit dieser Kugel hier und den Sitz hier. So ist nämlich alles hier so in Sonstiges so mit drin hier. Hier haben wir sogar noch Kolben, hier haben wir noch Erdbeben, ja okay, das ist die Rüttelplattform, hier haben wir noch einen Amboss. Hagelkorn-Spawner, ah okay. NPC, muss ich nicht immer gleich wegmachen. Eine Bombe, ein Felsblock, statische Mauer. Zahnräder, Wyvern Treeberg. Kleiner feuerspeiender Drache. Die große Frage ist, was kann der? Ist ein Triebwerk halt. Das heißt, du müsst hier irgendwas schieben. Hier haben wir eine Holzkette. Oh, stimmt. Sowas könnte man auch mal bauen. Okay, ist halt ein fertiges Stück so gesehen. Aber hier gucken, ich kann die Einzelteile wegmachen. Okay, ich brauche nur die Hauptteile machen. So, ich habe jetzt keine Ahnung, was ich bauen wollen würde. Triebwerk. Bei Nägel kann ich inzwischen auch wieder Schrauben, Bolzen auswählen. Steinblöcke habe ich, die normalen Platten habe ich, alles mögliche. Stämme. Ich habe von allen Sachen unendlich. Muss man auch bedenken. Rotator. Naja, es gibt auch Rotatoren, die eigenständig sich drehen. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, guck, der dreht sich eigenständig. So, das ist ja alles macht. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sowas müsste man halt eben bauen. Hey. Hey, bam. Physik umschalten. Achso, er stoppt einfach nur das Ding hier dann hat. So, zurück zum Zeichenbrett. Das ist jetzt einfach nur zum Reingucken mal. Ich habe jetzt hier nicht froh, soll ich vor, hier irgendwas zu bauen. Was ist das hier eigentlich? Universeller Controller. S2, geht SS, nee. Keine Ahnung. Dann haben wir hier noch so einen Kolben. Der fährt sich aus, oder? Fährt der sich aus? Würde ich mal behaupten. Keine Ahnung, was der macht. Okay, wir können ja mal so just for fun. Ich werde auf jeden Fall noch mal ganz kurz mal die andere Welt angucken. Es gibt ja noch die flache Welt. Schauen wir uns die nochmal an. Hey, hier spielt die Musik. Kreativmodus mit flacher Welt. Wir schauen einfach mal ein bisschen rein, wie gesagt. Ohne Aufgabe ist es halt schöne, weite Welt. Was hat der da oben an der Ding hier? Ein extra paar Augen, oder? So, weil ich würde jetzt nämlich mal hier zum Beispiel jetzt einfach nochmal ein Fahrzeug bauen. Nur so rein aus Neugier jetzt mal, just for fun, wie gesagt. Wir haben kein Interesse, hier jetzt irgendwie großartig irgendwie was Neues, Großartiges zu bauen. Aber wir bauen es mit Lenkung.
Jetzt soll es eigentlich easy, sogar noch leichter gehen. Warte mal. Tu mal den hier. Hier hin. Hier hin, einfach nur um den richtigen Abstand zu finden. So, weil ich könnte jetzt theoretisch hier das hier wegmachen. Und könnte jetzt hier so einen Rotator, der sich im Uhrzeigersinn dreht, hinmachen. So. Das möchte ich jetzt mal ausprobieren. Angenommen, ich mache den... Was würde jetzt eigentlich passieren, wenn ich jetzt so einen zweiten Rotator... Ja, es geht halt nur in eine Richtung, die ganze Sache hier. Okay, warte mal. Wir tun mal hier so einen Balken drauf. So. Warte mal, den tue ich mal ganz kurz kopieren. Das ist die Höhe. Nein, ach, das war der falsche. So, dann kopieren wir den hier mal. Eigenschaften. Hier hoch. So. Jetzt tun wir das Ganze hier einfach mal so ein bisschen verbinden. Dass es wieder einigermaßen passt. Wir haben ja unendlich Zeit. Unendlich. Schrauben, wir können die ruhig die besseren Dinger verwenden. So. Dann schauen wir uns ein bisschen Kreativmodus in der Folge noch an. Die Schrauben sind aber kürzer, oder? Kommt mir zumindest kurz vor. Okay. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier noch großartig irgendwie sowas sagen soll, wie ein Fazit oder sowas. Ein Spiel hier, weil im Grunde genommen könnt ihr euch einfach nur die letzte Folge der ersten Dinge anschauen. Im Grunde genommen hat sich von meinem Fazit nichts geändert. Vom Spiel her, es macht immer noch sehr viel Spaß, auch wenn es manchmal ziemlich frustend ist. Wenn man wirklich sowas baut und es dann überhaupt nicht funktioniert wegen, ja, irgendwas. Das Seil muss auf jeden Fall dringend umgebaut werden, damit es auch vernünftig funktioniert, für alles vernünftig passt. Und ja, habe ich sonst noch irgendwas? Ja, wie gesagt, es gibt eigentlich nicht viel. Level-Auswahl ist ziemlich groß geworden auf jeden Fall. Es sollte, aber ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, noch eine Möglichkeit irgendwie geben, dass man so Sachen, so Bauprojekte, ich meine, jetzt habe ich hier im Grunde genommen ein Grundkonstrukt, das könnte ich jetzt theoretisch abspeichern, könnte hier raus weiter aufbauen, merkt dann, okay, scheiße, passt nicht, dann könnte ich mir das Fahrzeug hier, das Grundgerüst hier nochmal neu laden. Aber so wie es aktuell im Spiel läuft, müsste ich jetzt theoretisch alles nochmal neu bauen. Das ist meine Frage. Jetzt bauen wir das Ganze mal. Weil theoretisch müsste es eigentlich eine funktionierende Lenkung haben. Okay, hinten ist nicht vernünftig dran. Ups, da ist was abgebrochen. Okay, hier hinten ist nicht vernünftig angeschraubt. Oder halt eben, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Lenkung anschaue, die ist ja immer noch erfolgreich gewesen. Aber da bin ich ja auch im Grunde genommen selber drauf gekommen. Was vielleicht irgendwie eine Art Tutorial gibt. Es bricht halt ab. Es bricht halt ab. Hier nochmal ein bisschen reinfixieren. Eine Art, keine Ahnung, Tutorial-Video oder so. Vielleicht, wenn man fertig ist, würde ich sogar der Entwickler sich sogar mal die Mühe machen sollte, ein Fahrzeug oder ein passendes Ding zu bauen, damit die Leute mal sehen, ah, guck mal, so sähe die optimale Lösung aus. Beziehungsweise, ich sag's mal so, wie es ist, selbst dieses Fahrzeug hier jetzt, da kann keiner 100% 1:1 genau nachbauen. Weil in den Gründen kann er sich ja auch anschauen und sieht dann, na, das geht nicht. Okay, die drehen sie jetzt vernünftig. Theoretisch, wenn der jetzt fahren würde, müsste er in die Richtung hier fahren. Weiß ja nicht, was das hier 9 ist. Was wird denn das verbunden? Okay, irgendwas stimmt nicht. So, jetzt könnte ich hier hinten mal den... Würde ich ihn hier mal hier oben raufsetzen.
So, zack und zack. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn es mehr, wenn es wieder mehr Spiel, mehr zum Spielen gibt. Eine ganze Sache hier. Was ich mir mal wünschen würde, wären vielleicht nochmal ein paar von diesen, ist ein Parcours und du musst diesen Parcours mal laufen. Ich meine, das macht mir im Grunde genommen auch sehr viel Spaß. Ich meine, das selber bauen, ja okay, das ist ja eine tolle Sache, aber schauen wir mal. Was ist das hier eigentlich? Ballon? Oh, dann fliegt er vielleicht. Das kann man dann auch noch ausprobieren. Bombe, weiß nicht. Kartoffelspawner. Falls ich mal eine Kartoffel bauen möchte. Statische Mauer ist wahrscheinlich einfach nur eine feste Wand. So, jetzt können wir den hier so theoretisch als Antrieb hinbauen. Ja, okay, funktioniert nicht ganz so. Ich dachte, wenn ich jetzt die Physik umschalte, dann bleibt er vorne stehen einfach, aber das macht er nicht. Schade, muss man. Ich dachte, das wäre vielleicht eine neue Art von Lenkung. Okay, warte mal ganz kurz. Dann tun wir mal die richtige Lenkung wieder bauen. Ich dachte, das würde vielleicht gehen, sowas zu bauen. So, dann brauche ich hier ein Seil wieder. Wenn ich hier nur ein bisschen Ahnung hätte, wie man das vernünftig bauen könnte, dass die Lenkung vernünftig funktioniert. Ich meine, so ist ja schon eine coole Sache eigentlich. So ist es eine echt coole Sache. Mhm. Hier mit dich. Hier auch mit dich. Jetzt hauen wir hier einfach nochmal ein paar Bolzen rein. Und hier unten auch. So mittig halt einfach. Dann hauen wir hier Bolzen. Ich weiß halt nicht, ob das zu kurz ist. Aber andererseits sind wir jetzt auch gerade durchgezimmert oder so. So, was wünsche ich mir halt gern. Wieder so ein Parcours zum Laufen. Wie gesagt, das Einzige selber bauen wäre halt auch, ist halt auch eine tolle Sache halt immer und selber testen. Wie gesagt, eine Möglichkeit halt eben, dass man halt eben den Spieler zeigen kann. Guck mal, so baut man das eigentlich. Wäre halt im Grunde genommen auch eine geile Sache. Und sowas halt eben, dass man sowas halt eben noch mit einbaut. Weil wie gesagt, selbst wenn der Entwickler jetzt hier, ich sage jetzt mal, die Komplettlösung halt eben auftischt, der Spieler kann die ja nicht 1:1 nachbauen. Das funktioniert ja nicht. Ich meine, das Fahrzeug hier könnt ihr jetzt auch nicht 1:1 nachbauen. Das ist jetzt nur ein Testfahrzeug. So. Hier vorne lieber. Ich meine, ihr versteht, was ich meine. Ordentlicher Bolzen durch. Jawohl. Was ist denn da oben? Oh, schieß denn das? Wir kommen auch nicht näher. Mond, Gravitation vielleicht. Okay. Ich meine, die harten Bolzen, die halten ja eigentlich auch schon was aus. Ja, ich wünsche, ich hätte ein bisschen länger gemacht. Oder halt, was ich auch noch toll finden würde, was auch, glaube ich, easy möglich wäre, jetzt nicht nur das Fahrzeuggrundkonstrukt halt abzuspeichern, sondern halt auch komplette Sachen halt eben abzuspeichern. Habe ich, glaube ich, auch schon in den anderen Folgen gesagt. Also ich zum Beispiel mal am Ende die zeigen wollte, die Sachen hier, weil ich bin jetzt halt, weil ich muss jetzt immer die Fahrzeuge löschen, weil halt eben Performance-Probleme entstehen, wenn zu viele Bauprojekte, sage ich mal, am Leben sind. Wenn so viel am Leben halt. Und das ist halt dann eben auch schade. Da genieße ich halt immer die Momente, wo ich halt dann. Weil man hat es ja in der letzten Folge ja auch schon, in der vorletzten Folge auch schon gesehen, wo ich dann halt das Fahrzeug da mit dem Baumstamm halt immer wieder benutzt habe, weil ich es halt einfach toll fand. Und ich genau wusste, dass ich jetzt löschen muss und lieber sehen kann. Ich meine, ich habe jetzt den Vorteil, ich habe ja hier Let's Play draus gemacht. Ich kann ja jederzeit die Folgen angucken, kann meine Erfolge nochmal ansehen. Aber es spricht halt eben nicht für jeden. Das ist halt eben das Problem an der ganzen Sache. Die meisten
werden es bauen, werden es im besten Fall da lassen, wenn es geht. Und wenn sie Performance-Probleme haben, entweder damit leben oder halt auch anfangen zu löschen. Dann sind sie traurig, weil sie nichts mehr vorführen können. Genauso könnte man auch easy Challenges halt eben machen mit seinen Freunden, dass man sagt, hey, brauchst jetzt mal eine Stunde hier das hier und suchst die Aufgabe zu schaffen und dann können sie sich gegenseitig so vergleichen. Na gut, wenn man den Random Faktor halt mit dazu rechnet, muss man auch noch dazu machen. Sowas wäre halt eben auch noch cool. Wie gesagt, das sind halt so Kleinigkeiten. Das Spiel ist in Beta 0.2, also es ist im Grunde genommen, es ist ein Topf, wo noch viel, viel drin ist und wo noch viel, viel rauszuholen ist. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn es dann weitergeht. So. Und vor allem freue ich mich gerade, wenn ich dieses Fahrzeug hier mal fahren darf. Ich würde mal der Antrieb da mal interessieren. So, sollte doch jetzt eigentlich theoretisch praktisch halten. Hier noch vielleicht noch zwei rein. So, machen wir den Antrieb kurz weg hinten. Ah, hat super gehalten. Okay, irgendwas stimmt nicht. Ah, okay, hat sich wieder eingestellt. Ja gut, es gibt eine easy Möglichkeit hier. Oder vielleicht doch nicht so easy. So. Jetzt ziehen wir den hier noch ein bisschen hoch. Und den nochmal. Na. So hin. Okay. Und tun wir alle schön mit Bolzen fixieren, dass das Ding ja nirgendwo hin eiert. Ist klar, Gewicht ist natürlich da oben. Wenn man Physik jetzt abschalten würde, aber wir wollen ja Physik nicht abschalten. Also so fürs Training, Sachen ausprobieren, ist es der Kreativmodus gar nicht so übel eigentlich. Vor allem halt auch die Tatsache, dass man eben auch die Physik abschalten kann, da kann man halt ein bisschen mehr rumprobieren. Ist gar nicht so übel. So, es könnte doch jetzt halten. Darf man nur nicht anfassen. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Sieht gut aus. Jetzt, wenn ich anziehe. Oder nach vorne gehe. Dreht sich nichts, weil wahrscheinlich die ganzen Nägel und Bolzen in Rädern drin stecken. Also so perfekt, wie ich damals meine Lenkung hingemacht habe, funktioniert hier irgendwie jetzt gar nicht. Das ist ein bisschen schade. Ein bisschen schade, muss man ehrlich sagen. Aber wirklich, es kann einfach nur sein, dass hier die Bolzen halt eben da nicht rein dürfen. Weiß es halt eben nicht. Es gibt ja keinen Hinweis darauf, wann die Räder hier, sag ich mal, blockiert sind und wann nicht. Aber gehen wir einfach mal von aus, die Bolzen dürfen das Metall da nicht berühren. Okay, der kann schon wieder tief sein. Einfach mal probieren. So, probieren wir es nochmal ganz kurz. So. Naja, sieht gut aus. Es dreht sich zumindest ein bisschen. Es kann natürlich auch sein, dass es einfach nur wegen... Ja, weil es der Hebel halt ein bisschen blöd ist. Das ist natürlich auch möglich. Aber gut, ich wollte ja mal einfach mal den Turbo ausprobieren. Und dafür bauen wir jetzt einfach mal hier hinten ein so ein Triebwerk hin. Weil wir gut sind, bauen wir noch zwei, drei weitere hin. So, dann schauen wir mal, wie schnell wir fliegen können. Hui! Wee!
Ich bin noch drauf. Au, meine Schuhe. Hui. Oh. Mir geht's gut. Wo ist mein Auto? Komm, das wollen wir normal machen. Wenn ich mehr reinbaue, fliege ich dann? Problem ist halt, dass sie halt schneller abziehen als als erlaubt. 1, 2, 3, 4, einfach nochmal ein paar mehr. Hui, da fliegen sie. Ich konnte mich halt nicht rechtzeitig festhalten. Okay. Okay, tun wir mal die weg. Die unteren und tauschen sie mal gegen... Und tauschen mal hier so einen Ballon drauf. Mal gucken, was dann passiert. Hier vorne ist einfach noch so ein Ballon hinmach. Hier noch ein Ballon. Hier noch ein Ballon. Dann tun wir hier hinten nochmal so einen kleinen Pfosten hin. So zwei, drei, dass das bis, dass ein bisschen gestürzt wird. Dass ich vielleicht eine Chance habe, kurz den Griff zu greifen. Festhalten! Hui! Okay, der Antrieb hat sich verabschiedet. Ach man, das macht sogar richtig Spaß. So, jetzt würde ich tatsächlich nochmal, weil es gerade gut funktioniert hat, nochmal zwei hinzufügen. Vielleicht hinten noch einen an den Rücken. So, sieht gut aus und dann gleich greifen. Ich hab's. Es hängt da hinten noch fest. Ich kann es noch holen. Warte auf mich. Na. Ich habe irgendwie von den Ballons mehr erwartet, muss ich ehrlich sagen. Ja, okay, es hat nicht ganz so geklappt, wie ich es gern wollte. Ruhe ich mal die Ballons weg. Vielleicht stören die gerade. Jetzt probiere ich es noch einmal. Au. Okay, es hat nicht gut geklappt. So, jetzt möchte ich mal was anderes ausprobieren. Und zwar... Wollen wir mal alles löschen hier ganz kurz. Außer uns selbst natürlich, ist ja klar. Okay. So, weil ich baue jetzt hier mal eine Bodenplatte hier. Bisschen breiter. Hab da was Schönes. Eine schöne Idee so fürs Ende. So, einmal hier hin, einmal hier hin, einmal hier hin, einmal hier hin. Kannst du noch verlängern. Bisschen mehr. Zack. Zack, weil wir nähern uns auch schon wieder dem Ende der Folge. Zack, zack. Soll das alles jetzt schön noch so verbinden. Wenn seine Plauze nicht im Weg wäre. So. Hier hin. Eins zurück. So und so. Dann haben wir hier noch jeweils einen Bolzen rein. Eins, zwei. Weil es auch schön fixiert ist. Na? Okay, dann kommt hier nur einer rein. Mit zwei. So. Jetzt brauche ich hier eine Strebung. Einmal so. So. So, so. Jetzt gleich nochmal hier. Zack. 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 Jetzt hätte ich doch lieber die Landschaftskarte da. Hätte wenigstens noch ein schönes Thumbnail dann machen können.
mit dem, was ich vorhab. Wenn es überhaupt klappt, das ist die andere Frage. So. 1, 2 und der hier noch. So. Jetzt baue ich hier in der Mitte einen Strebe. 1, 2. Okay, jetzt brauche ich den Ballon. Weil ich bin mir sicher... Oh, den kann ich gar nicht vergrößern. Was ich jetzt erwarte, dass ich den vergrößern kann. Hätte jetzt voll erwartet eigentlich. Wollte ja eigentlich gerade so einen Heißluftballon bauen, aber offenbar geht das nicht. Geht gar nicht. Einmal. Hier nochmal einen hin und hier nochmal einen. Kann ich mir hier aufeinander bauen? Theoretisch hätte es gehen. 99 Luftballons. Platzen können die ja nicht. So, jetzt stelle ich mich mal rein hier und starte die ganze Konstruktion mal. Schauen wir mal, ob wir abheben. Ah, nicht ganz. Und was macht man natürlich, wenn es nicht geht? Ja, mehr Ballons. Einfach mehr Ballons, bis es geht. So. Jetzt vielleicht auch so gehen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, ist nicht ganz mittig, aber... 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Okay. Schauen wir mal, ob die erreichen. Jetzt zieht er plötzlich ab. Hurra, es geht! Ja, jetzt genießen wir einfach hier die schöne Ballonfahrt. So gegen Ende hier. Wir drehen uns sogar. Eine Ballonfahrt, die ist lustig. Eine Ballonfahrt, die ist schön. Ach, Mann. Gehhilfe. Ich weiß immer noch nicht, was... Oh! Ach, das ist das Ingenieurmobil. Jetzt habe ich meinen Ballon kaputt gemacht. Aber ich habe mich immer noch gefragt, wofür dieses Ingenieurmobil ist. Aber offenbar kann man es hier nur im Kreativmodus einbauen. Ein bisschen schade gerade. Jetzt wäre es cool, wenn ich das speichern könnte und in die andere mitnehmen könnte. Ah ja, was ich immer noch vergessen habe, wir können auch noch anmalen hier. Irgendwie. Farbe kopieren. Münzen? Die Frage ist wie? Ah, okay. Weil ich gerade versucht habe, den Ballon hier anzumalen, aber ich kann offenbar nur das Holz anmalen. Aber den noch rot machen. Der rote! Der rote Baron. Hat sich der Baron von Zwiebelschreck oder wie er heißt, freuen. Mhm. Dann habe ich es auch noch gesehen. So, aber jetzt wird es tatsächlich Zeit, dass ich hier das Let's Play hier beende. Zumindest bis das nächste große Update rauskommt. Na. Kann man gut mithalten, so. Okay. Vielleicht werde ich so das Thumbnail nochmal auf der anderen Karte machen. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich würde mich über ein Like, einen Kommentar und ein Abo freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schöne Zeit. Können wir eigentlich ein bisschen nach vorne fahren? Ach, so wäre es doch nett. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit, eine wunderbare Woche etc. und Dinge halt. Und ja, wenn das nächste Update rauskommt, bin ich auf jeden Fall wieder dabei. Es gibt eine Sache, die ich noch prüfen wollen würde. Ich zweifle zwar dran, aber jetzt können wir ganz kurz nochmal schauen, weil in den letzten, nicht neues Spiel, Spielstand laden. Beim letzten Spiel Hügellandschaft, da gab es auch die nistenden Vögel.
Und da war doch da oben so Zeichen oder so Symbole. Ah, schade. Schade, ich bin... Es wäre witzig gewesen, wenn jetzt mein Profilbild da mal mit drin gewesen wäre. Das wäre witzig gewesen, tatsächlich. Aber gut. Vielleicht beim nächsten Update. Witzig wäre es, dann hätte ich es wenigstens einmal ins Spiel reingeschafft. In irgendeins. Na gut. Also dann werde ich jetzt das Spiel hier beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Würde mich über ein Like, einen Kommentar und ein Abo freuen. Und natürlich, wenn ihr im nächsten Update, dann hat nächsten großen Update, in der nächsten Folge dann wieder dabei seid. Also bis dann. Tschüss.